Eine Minute nach sechs. Einen schönen guten Morgen hier im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Deutsche Behörden sollen künftig Mobiltelefone von Flüchtlingen auslesen dürfen, um deren Herkunft festzustellen. Sonst kann ein Ausreisepflichtiger ja nur sehr schwer abgeschoben werden. Man muss eben feststellen, wo er wirklich herkommt. Wir wollten jetzt wissen, was die Betroffenen davon halten und ob diese Möglichkeit überhaupt sinnvoll ist. Deswegen sind wir mit einem Dolmetscher zu einem Flüchtlingsheim gefahren. Eine Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf. Wenn das neue Gesetz durchkäme, müssten die Bewohner künftig auf Verlangen ihre Handys zur Klärung ihrer Herkunft herausgeben. Das finden nicht alle gut. Für mich ist das eine Verletzung der Privatsphäre. Klar, um Gewalttaten zu verhindern oder aufzuklären, wäre es okay. Aber einfach nur so würde ich es nicht zulassen. Diese junge Frau aus dem Irak ist über Griechenland nach Deutschland eingereist. Nur ein Foto hat sie noch von ihrer Flucht, nicht aus ihrer Heimat. Es zeigt sie in einem Flüchtlingslager in Griechenland. Hier sieht man das deutlich. Da ist eine Nummer, eine Markierung mit 35. Das sind die Markierungen, die halt jede Flüchtling bekommen hat, damit die zuordnen, wenn die nach Deutschland gekommen sind. Und das Bild, sagt sie, es ist ihr einziges Foto, was in Griechenland entstanden ist auf der Reise nach Deutschland. Ein sehr persönliches Bild. Die junge Frau würde ihr Handy jederzeit deutschen Behörden zeigen, wenn die darauf bestehen würden. Sie hat ja nichts zu verbergen, meint sie. Der Dolmetscher glaubt allerdings nicht, dass die Handykontrolle sinnvoll ist. Ich könnte genauso Fotos haben von anderen Ländern und sage, das sind Fotos von mir, die ich dort gemacht habe. Und heißt lange nicht, dass ich dann halt wirklich auch aus diesem Region käme oder kam. Die deutschen Behörden wollen aber nicht nur Fotos. Sie wollen alle Daten der Handys auswerten. Wem wurden Kurznachrichten geschickt? In welche Länder telefoniert? Welche Geodaten zeigen die Fotos? Der Dolmetscher hält ein anderes Verfahren zur Ermittlung der Herkunft für besser. Man kann auch die Leute ansprechen. Man erkennt das auch an die Akzente. Ob der wirklich arabische Herkunft ist oder ob der persische Herkunft ist, das ist ganz einfach. Diese beiden Frauen sind seit wenigen Jahren in Deutschland. Mittlerweile studieren sie Medizin. Ob der deutsche Staat in ihre Handys schauen darf oder nicht, darüber sind sie uneins. Ich glaube, dass man das machen muss, ja, weil das auch für die Sicherheit dient. Zur Sicherheit dient, so, ja. Also ich kann es ja teilweise verstehen von der Seite halt von Deutschland, aber ich finde es ja, dass es dann, wo ist die Privat von den Flüchtlingen? Vielleicht gibt es ja irgendwas, das sie nicht zeigen wollen oder das ist... Das ist zum Beispiel mein eigenes Handy. Ich will nicht, dass ein Fremder da reinguckt. Es passiert häufig, dass Flüchtlinge falsche Identitäten benutzen. Viele von ihnen machen das aus Angst vor drohender Abschiebung. Einige auch, um bei Sozialleistungen betrügen zu können. In fremde Handys schauen. Die Deutschen bleiben dennoch skeptisch. Warum? Also ich möchte das bei mir nicht und ich möchte das nicht, dass es irgendjemand anders darauf zugegriffen wird. Warum? So eine gewisse Privatsphäre, denke ich, braucht jeder. Ja, erstaunlich ist einfach für manche Menschen, dass man eben sagt, alles andere hat man dabei, nur die Ausweise sind nicht dabei. Und vielleicht, und das ist ja wohl auch der Sinn der Sache, kann man dadurch die Nationalität oder die Herkunft feststellen, wenn man sieht, wo die Kontakte sind. Noch ist das Gesetz nicht beschlossen. Die Diskussion darüber zeigt aber, vielen ist die Privatsphäre wichtig.